Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Heute ist Dienstag. Dienstags gibt's Post. Und da schauen wir jetzt mal zuerst, bevor wir uns die Herausforderung anschauen, was die Madame diese Woche sammelt. So, jetzt kann erstmal hier alles einsortiert werden. Dann, das habe ich letztes Mal wieder vergessen, streicheln wir erstmal den Hund. Das muss ja sein. So. Und dann schauen wir mal, was die Post uns gebracht hat. Aha. Old Tom Gin. Und schön Onyx-Ring. Ja, da haben wir ja schon mal einen Satz zusammen. Dann checken wir mal, was sind unsere Aufgaben? Exotisches Vogelfleisch gekocht, okay, Reiher gehäutet. Verstecke ausgeräumt, Waffen angepasst. Das wurde, ja, ich weiß nicht. Kopfgeldjäger, Stecke von Le Mans, okay. Ohne und mit 5 Minuten Rest. Geld durch Handel verdient an örtlichen Käufer, oh, zweimal. Fossilien, insgesamt 6 Sammlerstück und Wildblumen, okay. 200 Tacken verdienen, tanzen. Oh, und dann bevorzugten Käufer. Tiere fotografieren, Tarntonika nehmen, Zähigkeitstonika. Ja, dann checken wir doch erstmal. Hat der Kollege hier noch genug zu tun? Hat er. Dann machen wir hier schon mal die erste Hälfte. Vielleicht düsen wir erstmal zur Schwarzbrennerei. Und wie schon beim letzten Mal, ich werde nicht alle neuen Rollenherausforderungen durchziehen, sondern so um die 20 Minuten spielen. Okay, hier ist heute nichts. Dann machen wir hier mal eine Karte für Wildblumen auf. Dann wissen wir schon mal, wo sie sind. Ich weiß, es gibt auch so eine andere Karte, die ist online. Da kann man das direkt nachgucken. Oh ja, ist ganz gut verteilt, ne? Aber ich gönne ja der Madame die Kohle für die Karten. Für alle, die neu dabei sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Dann schauen wir erstmal. Aber ich meine, wir haben was fertig. We have a batch ready to go. Ja, das hört sich doch gut an. D'accord. Und da haben wir auch einen, der direkt Lack gibt. Good. You have arrived. Bon. You are ready to drive, yes? Auf jeden Fall. Our clients are a little impatient for sure. We wish. Wobei, so richtig bereit bin ich nicht, es ist noch früh am Morgen. These customers have shown they have ich glaube, das hört man auch, oder? Their palate is simple, of course. But given their lack of culture, I have to admit that they have chosen well. So, dann werde ich, rede mal einfach hier, das kennen wir alle schon. Da werde ich heute am Nachmittag noch versuchen, eine Runde Story zu spielen, damit das dann heute Abend auch auf dem Kanal erscheint. So, oh, das ist nicht so weit, das ist gut. Dann Kinokamera-Modus. Das ist für mich morgens besser, dann fahre ich, glaube ich, nichts kaputt. Gilt die Straßensperre uns, jawohl. Das tun wir uns jetzt mal an.
Denn gleich hier am frühen Morgen so ein... Gleich am frühen Morgen so ein Stress, wollte ich sagen. Hoffentlich treffen die keine Bulle. Mann. Was soll denn der Mist? Aber wenn die jetzt eine Pulle treffen... Ich denke nicht. Ich habe mal wieder nicht drauf geachtet. Das steht ja dann meist da oben. Ja, dann ist es nämlich schon vorbei mit den 200 Dollar. Oh, ja, das ist hier nicht so meins. Da muss man immer ein bisschen gucken. Da. Oh, da kommen sie. Und da muss man auch aufpassen. Die schmeißen unter Umständen. Nämlich mit Dynamit, das ist mir auch schon passiert. Da war die ganze Fuhre Schrott. Aber ich denke, das sieht gut aus. Zack, Kohle verdient. Erste Geschichte erledigt für heute. Dann reiten wir mal eben zurück zur Schwarzbrennerei, schmeißen die nächste Ladung an. Erstmal das Pferdchen füttern, ne? So. Ich will hier den Detektor raus. Wollen nichts verpassen. Und ich hoffe, das ist vollkommen in Ordnung für euch, dass ich hier nicht die neuen Rollenherausforderungen abgrase. Ihr habt sie gelesen. Ihr wisst selbst, wie es geht. So, eben hier. Dass der Franzose auch was zu tun hat. Good to see you. Success. Ja, das war gut, das stimmt. Dann schauen wir mal. Am liebsten würde ich was... nicht mit rum. Auch nicht mit Absinth. Da! Der Wachpflaume machen, denn... Da habe ich 6 Stück von. Da können wir mal eine hier... verwursten. So, dann hat er schon mal was zu tun. Und wir checken mal eben die Wildblume. Ah, ja. Der ist da unten direkt an dem Fluss. Aber ist das nicht schön, wenn so die Sonne hier so durchkommt? Da schon mal, aha, da hinten ist nichts. Oder zumindest nichts, was man sehen kann. Lass mal hier die Knarre wechseln. So. Hier ein bisschen aufpassen. Wo wir gerade hier sind.
Ist er da? Das Beste wäre, ich würde ihn betäuben, ne? Dann kann ich ein Tarntonikum herstellen. So, wo ist er? Erstmal das Pferd beruhigen. Da kommt er. Immer. So. Dann ziehen wir mal eben die Probe. Da können wir das Tarntonikum herstellen. Sind mal so nett. Und mal wieder flott. Hoffen, dass er abhaut. Oh. Das fand mein Pferd gar nicht gut. Ist hier sonst nichts zum Sammeln? Das gibt's doch nicht. Ja, hier unten. Ich glaube, hier ist manchmal was. Ja, heute nicht. Dann machen wir uns vom Acker. Und sammeln mal eben das Pflänzchen ein. Da wieder erwischt. Oh. Vogel. Wenn der schon mal platt ist, dann nehmen wir noch mit, ne? Ist, glaube ich, irgendwie hier unten. Wie komme ich da irgendwie weiter? Ah, da geht's runter. Steht bestimmt hier am Wasser oder so. Was hat denn? Ich höre noch nichts. Irgendwo so. Da. Okay. Da war ich dann also doch zu euphorisch. Sein. Hä? Ach, da. Also hier so. Da. Naja gut, ich dachte, es wäre weiter unten. Mal eben. Das nächste ist hier. Kann ich hier... Ah, Glück gehabt. Dann geht's ja. So, exotisches. Ah, was sollte ich da? Sollte das gewürzt sein oder einfach nur exotisch? Gewürztes, exotisches Vogelfleisch gekocht. Da ist es. Da muss man ja aufpassen.
Und? Da ist es. Das Tantonikum stellen wir auch noch her. Jetzt können wir eben kurz hier mal ein koffeinhaltiges Heißgetränk. Moment. Aber so heiß war es jetzt gar nicht mehr. Dann haben wir das auch erledigt. Kann ich hier nach Blackwater? Da ist es. Für einen Dollar machen wir mir eine Schnellreise. Ah, da höre ich doch was. Da. Dann. Da ist er. So, hier rüber gucken. Da ist auch nichts. Dann ziehen wir durch. Da hinten ist die Pflanze. Ist ja nicht so weit. Bisschen was möchte ich auch erledigen heute. Irgendwo da vorne muss das sein. So, wir werden jetzt hier keine kleinen Tiere jagen. Weil sich das hier immer anbietet, aber das machen wir jetzt mal nicht. Jetzt holen wir uns noch die letzte Pflanze. Muss man hier so ein bisschen so halb schräg darüber. Oh, ich habe keine Lust, komplett durch Strawberry zu reiten. Wir reiten hier rum. Waffe anpassen und solche Sachen. Ja, das kann ich ja alles noch nachholen, aber wie gesagt, das. Ich will euch hier nicht langweilen. Sondern. Es soll ja kurzweilige Unterhaltung sein. Und wie gesagt, dadurch, dass ich noch nicht ganz wach bin, müssen wir hier entspannt starten. Das ist hier oben der Klassiker. Ja, da ist es. Dann buddeln wir das auch noch aus. Und das ist so, ne? So schnell sind 20 Minuten rum. Dann nur noch das Pflänzchen. Vielleicht düsen wir da gleich nochmal in eine kalte Ecke. Dass wir so grob um die 25 Minuten hier mit so einer Folge durch sind.
schon so ein Schwarzbärchen da, die... Die sind ja friedlich. Die hören sich nur gefährlich an. So, dann ist das... Ich denke eher hier oben auf dem Hügel. Auf der Anhöhe. Dachte ich. Was hat denn hier? Sowas nervt mich ja, ne? Da! Meine Güte. Damals. Landkarte weg. Und wo wir gerade hier sind. So, Wildblumen gefunden. Nehmen wir rüber. Ein bisschen Glück. Ihr wisst, ich gucke nicht auf die andere Karte. Haben wir hier Vogeleier. Gut, und haben wir kein Glück. Das Pferd sauber machen, ne? Oh, da haben wir eine gesuchte Person. Das fährt hier überhaupt hoch? Ja. Oder auch nicht, ne? Es will nicht. Egal. Was war bei Kopfgeldjäger los? Achso, abgeschossen, ohne zu töten. Ja gut, das bringt mich jetzt da gleich da hinten nicht nach vorne, oder? Ja, zieht sich gerade ein bisschen, ne? Ich weiß. Ach, wisst ihr was? Den holen wir uns, oder? Alle, die das Spiel öfter gespielt haben, wissen, wo er ist. Hier. Da steht er dumm rum. Oder sie in diesem Fall. So, das war das sechste Sammlerstück. Ja, dann. Lohnt's ja mal richtig. Oh, auf nach Strawberry. Ja, wird das mit unseren 25 Minuten, ne? Ich guck mal kurz. Ja, knapp. Aber das ist ja das Schöne an dem Spiel, ne? Irgendwas passiert immer. Kann man schön planen, kann man auch lassen. Besser ist, man macht sich nur eine grobe Skizze. Denn es passiert so viel. So soll es ja auch sein. Soweit ist Strawberry ja nicht. Und Kopfgeldjäger. Mensch. Das gibt ja ordentlich Punkte. Damn it.
you'll get the going rate as soon as they're in a cell. Take them down there. So. This here is your end of a good deal. Da ist das Kopfgeld, die abgeschossen, ohne Gegner oder na, zu töten. Damit ist das dann schon mal erledigt. Und jetzt geht's ab. Nach Hause. Und dann zeige ich euch eben noch. Oh. Ist das nicht schön? So im Mondschein. Dann zeige ich euch eben, wo ist die Madame heute? Dann müsst ihr die nie suchen. Ja, wo ist sie denn? Aha, hier unten ist sie. Also, für alle, die es schneller haben wollen, hier ist irgendwo ein Schnellreiseposten, glaube ich, ne? Hier so die Ecke. Da, glaube ich sogar. Da. Und dann kann man hier eben die Bahnlinie entlang reiten. So, das war der Teil am Dienstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Father and Son Play for Fun.